Willkommen zurück zu Detroit Become Human. In der letzten Folge schlüpften wir in einen neuen Connor, Connor Mark II, der weitestgehend alle Erinnerungen des ersten Modells in sich trägt, nachdem der erste Connor, der Ur-Connor sozusagen, ja gestorben ist beim Verhör mit dem Abweichler, der Carlos Ortiz getötet hat. Und nun befinden wir uns auf dem Gewirr der Detroiter Polizei, wo der Lieutenant gerade in einem Gespräch ist mit einem Vorgesetzten, und ich denke, das wird kein Freundschaftsgespräch sein. Zumindest hört es sich nicht so an. Und wir werden jetzt ein bisschen Mäuschen spielen und hoffentlich rausfinden, worum es geht. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Haus okay. Und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein. Der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlabs Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße. Die Polizei möchte auch herausfinden, warum Abweichler anfangen zu morden. Warum muss ich mir diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Na. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Oh shit! Und er hat ja immer noch mich. Und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. CyberLife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall, ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern. Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay, okay. Ganz das ruhig. Hab ich nicht gehört, denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeff, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Also Hank ist nicht unbedingt ein Androidenfreund. Den Eindruck hatte ich zuvor selber schon gewonnen. Wir haben ja auch Anti-Androiden-Parolen an seinem Schreibtisch gefunden. Und nun ist es an uns, ihn davon zu überzeugen, dass Androiden insgesamt gar nicht mal so schlecht sind. Zumindest nicht alle. Sollten wir ihn lieber ein bisschen schmollen lassen oder mit ihm reden? Ich glaube, mit dem ist im Moment nicht allzu viel zu reden. Bring den Fall voran. Sieh nach Hank. Ich darf mich nicht bewegen gerade. Jetzt darf ich mich wieder bewegen. Ich darf irgendwie nicht so ganz zu ihm. Ist ein bisschen komisch. Muss ich von vorne ran oder was soll ich tun? Sieh nach Hank. Was kann ich hier tun? Ach, das ist ein Magazin. Das irritiert schon immer ein bisschen, dass die ewig auswählbar bleiben. Und hier sind die Marionetten, die Gefangenen ihres Programms. Oje, oje. Gut, dass ich keiner von ihnen bin. Aber jetzt darf ich neuer Connor. Verständnisvoll, pragmatisch, konstruktiv. Neuer Connor. Ich bin ein neuer? Was will ich ihm da sagen? Manchmal sind die Interaktionsmöglichkeiten noch ein wenig schwammig formuliert. Was will ich ihm damit sagen? Nochmal darauf hinweisen, dass ich ein neuer Connor bin, oder? Ich wähle das mal aus. Ich hoffe, ich fliege nicht hochkant aus dem Gewirr. Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war, Lieutenant. Ich werde mein Möglichstes. Das war doch nicht unangenehm für ihn. Er hat das genossen. Partner positiv. Wir sind doch Partner. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Oh, das war zu früh. Sehr schön. Er versucht. Schreibtisch positiv. Aber ihm zu sagen, dass wir geschnüffelt haben, ist vielleicht nicht die beste Idee. Deswegen positiv. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Das ist so herrlich. Der Connor lacht und ist positiv und freundlich und er schmollt. Das ist herrlich. Okay, jetzt muss ich ihn auf den Schreibtisch ansprechen. Okay, Connor 2, war schön mit dir. Da freuen wir uns doch schon auf Connor 3. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch? Achso, nein. Für mich? Siehst du? Den da benutzt gerade keiner. Siehst du, das ist Schreibtisch. Da habe ich jetzt damit gerechnet, dass ich ihn irgendwie auf irgendwas anspreche, was ich gefunden habe auf seinem Schreibtisch.
Also manchmal ist es schon schwammig. Oder zum Beispiel Androide. Was es ja auch schon gab. Da habe ich mich auch gefragt, erzähle ich ihm jetzt, ich bin auch ein Androide, ich verstehe dich, was ja dann der Fall war. Oder mache ich ihn irgendwie darauf aufmerksam, dass er ein Androide ist und also manchmal, na wie gesagt. Okay, jetzt dürfen wir ihn ansprechen. Anti-Androiden, Hund, Basketball, Musik. Erstmal auf seinen Musikgeschmack sprechen wir ihn an. Ein wenig Smalltalk, um das Eis zu brechen. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Ach, Connor. Sie ist so energiegeladen. Er ist so ein Heuchler. Du hörst Heavy Metal? Und so ein... Naja, oh. Ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Er ist einfach so ein Fowler. Auf ihn kann ich ihn ansprechen, Hund. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Weil ich geschnüffelt habe. Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Vor allem, wenn sie Androidenhunde sind. Sumo. Er heißt Sumo. Okay, das klingt nach einem großen Kampfhund. Am Ende sind Chihuahua. Ich sehe es schon kommen. Basketball, Anti-Androiden-Fowler, Uhrzeit. Was für eine Uhrzeit denn? Basketball. Sie sind Detroit Gears Fan. Ich auch. Ich liebe sie. Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Ja. Verstehe. Oh. Ich will ihn jetzt. Jetzt aber. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Es gibt einen. Du bist ein Androide. Ah. Verstehe. Mit der Arbeit anfangen, Uhrzeit, Fowler. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja. Zu lange. Uhrzeit? Was heißt das jetzt schon wieder? Kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Oh, das war nicht gut. Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Es will einfach nicht besser werden mit ihm. Oh je, das wird eine schwere Geburt. Naja, dann fangen wir mal an zu arbeiten. Wenn es da Teil über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay, wir verschaffen uns Zugang. Fallakte. Verdächtige aus der AV-Serie. Fallbezug. Angriff. Opfer. Charles Bell. Fall von Lieutenant Anderson natürlich. Ungelöst. Androiden sind involviert. Das ist der Verdächtige. Es ereignete sich am 14.09. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV-500 Nummer 234, das sparen wir uns, angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Docks in 842 Chamberlain Avenue arbeitete. Der Kläger behauptet, der Androide habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Wer weiß, ob das so stimmt. Es klingt irgendwie nicht so. Oje, ich hoffe wirklich, wir sehen jetzt hier nicht Kara über den Bildschirm flimmern als Fallakte. Okay, der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. So ein Schlingel. Und weiter? Ich hab Angst. Ich hab Angst, bitte Kara sei nicht dabei. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden, einem AP-700, angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Okay. Ah, hallo, der Eden Club.
Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet vom unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden, Modell WR-400. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Das ist dagegen hochinteressant. Vernichtet. Oh. Versuchter Mord. Der berühmte Maler Carl Manfred wurde nach einer Auseinandersetzung zwischen seinem Androiden und seinem Sohn tot in seinem Haus aufgefunden. Laut Aussage des Letzteren hat sich der Android gewalttätig verhalten. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt, und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Das ist also passiert. Ah, es gab kein Verhör. Oh. Oh. Und da ist sie nun. Die gute Karam. Oh weh, oh weh. Aber es finde ich schön, dass sich die Handlungsstränge langsam zu kreuzen beginnen. Der Kläger behauptet, gewaltsam von seinem Hausandroiden, einem AX-400-Modell, angegriffen worden zu sein. Der Android war einen Tag zuvor von der Reparatur zurückgekommen und hat bereits in der Vergangenheit Anzeichen gewaltsamen Verhaltens gezeigt. Naja, so ein Quatsch. Das waren sie aber alle. Alle Akten scannen, okay. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Wir müssen also Kara jagen. Und ich hatte gehofft, ich darf den Fall selber wählen. Ich hätte gerne direkt aggressiv, professionell, verständnisvoll. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Mit Verständnis kommt man bei ihm, glaube ich, nicht weit. Dem muss man, glaube ich, wirklich... Sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche... Ja, sage ich ja. Okay. Dem muss man ein bisschen vor den Kopf stoßen. Und das tue ich nur zu gerne. Entschlossen, Mission aufgeben, bedrohen. Nee, aber entschlossen. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Oh, weh, oh, weh. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Hat er nicht, aber egal. Bin dran. Sie wurde entdeckt. Mist. Ja, Connor, richte erstmal deine Kleidung mal wieder, ist ja unerhört. Wenigstens haben wir ihn zur Arbeit bewegen können. Okay, und wir haben eine Trophäe dafür bekommen, dass wir so gut geschnüffelt haben anscheinend. Hank hat eine Spur. Hank ist sauer. Ah, ich glaube, ich hätte es gar nicht richtig machen können, quasi. Aber was die andere Option gewesen wäre, keine Spur zu haben? Hä? Ach so, hätte ich mir die nicht angeguckt, die Akte? Denn hätten wir auch diesen Fall nicht in Angriff genommen, oder wie? Also das verstehe ich auch nicht so ganz. 97%. Also was auch immer diese Option ist, sie war anscheinend recht gut versteckt. Das würde mich mal sehr interessieren. Mhm. 34% haben gelesen. Na, das ist mal wieder typisch, typisch. 72% abgeschlossen. Und das heißt offiziell Zen-Garten. Irgendwas hätte ich noch finden oder tun dürfen. Gräber überprüfen. Haben auch nur 14% gemacht. Höchst interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. So, und nun spinnt sich die Geschichte von Kara weiter. Um 10.25 Uhr. Bei plätscherndem Regen, strömend wäre ein bisschen übertrieben. Genau, wir haben hier Unterschlupf gefunden in der heruntergekommenen Hütte von Ralph. Einem ein wenig sonderbaren, aber
halbwegs vertrauenswürdigen Androiden. Und nun ist es Zeit, die gute Alice zu wecken. Dann machen wir das mal, zärtlich. Oh je, klingt so, als hätte es reingeregnet. Okay, pass auf Alice auf. Feuer neu entfachen. Okay. Überprüfen? Das sollten wir vielleicht erstmal machen. Nicht, dass die Arme verhungert ist, denn wir sollten wirklich mal was zu essen für sie suchen. Das wundere ich mich schon die ganze Zeit, dass sie sich nicht beschwert. Aber anscheinend hat sie die Flucht mit mir gesättigt angetreten. So, wir überprüfen sie mal. Ob sie noch atmet, wir halten ihr mal einen Spiegel vor den Mund. Wenn ich denn an sie ran darf, jetzt. Kara ist so zufrieden mit dem Ergebnis, ich eher nicht so. Sie hat sich nicht bewegt. Aber gut, Kara würde es wohl spüren, wenn sie in den etwas festeren Schlaf geglitten wäre. So, das wollen wir uns gar nicht vorstellen, sondern lieber mal ein Feuer entfachen. So. Wir schüren es wieder. Okay. Finde etwas Holz. Das sollte gar nicht mal allzu schwierig sein. Und ich möchte auch endlich mit Ralph reden. Ich würde gerne mehr über ihn und seine Geschichte erfahren. Im letzten Kapitel haben wir einige interessante Dinge über die Menschlichkeit der Androiden herausgefunden, denn dieses Phänomen schien sich auszubreiten, von hier aus, von Detroit aus, in ganz Amerika. Das ist natürlich hochinteressant, denn meine bisherige Theorie war ja, dass sich die menschliche, dass sich die Menschlichkeit aus dem Androidenbewusstsein selbst entwickelt, also dass es in jedem steckt, es nur geweckt werden muss durch unerträglichen Schmerz oder andere starke Emotionen. Aber diese These bekommt nun erste Risse, denn, wie gesagt, es schien sich ausgebreitet zu haben, wie ein Virus. Also könnte vielleicht irgendein Code dahinter stecken, der sich verbreitet hat. Wir werden es herausfinden, denke ich. So, wir dürfen uns diesen wunderschönen Retro-Spielautomaten angucken. Ja. Sehr schön. Out of this world. Eine Flucht in ein anderes Universum. Das ist das Schöne an Kunst. Feuer neu entfachen. Wie Videospielen. Ändere dein Aussehen. Finde neue Kleidung. Ah, vor einem Spiegel dürfte ich mich jetzt umziehen. Ganz klassisch, der Spiegel ist der Gegenstand bzw. Ort, um sein Aussehen zu ändern. Das ist auch hier nicht anders. So, da haben wir Holz, aber wo ist denn Ralph hingegangen? Der ist doch... Also da oben. Okay, aber zu ihm dürfte ich erst, wenn das Feuer entfacht ist. Gut, Momentchen. Was haben wir denn hier für eine neue Kleidung? Wir können es nochmal im Waschsalon probieren. Das ginge durchaus, aber in dem Supermarkt sollten wir uns eher nicht mehr so blicken lassen. Detroit Today, Cyber Wildlife. Erster Androidenzoo eröffnet. Okay. Auf dem Cover zu sehen, ein Androidenlöwe. Das ist natürlich nur der nächste Schritt, wenn es die Androiden in den Sport schaffen, dann natürlich auch in den Zoo. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. 0,4% der Weltbevölkerung halten 94% des Reichtums. Cyber Wildlife. Cyberlife eröffnet in Los Angeles den ersten Androiden-Zoo, in dem sämtliche exotischen Arten präsentiert werden, die in den letzten 30 Jahren ausgestorben sind. Oh. Ja, der Löwe, der Eisbär, die sind ausgestorben. Das mag natürlich wie eine alberne Fiktion wirken, ist aber traurigerweise in greifbarer Nähe. Wie es bei gezielt diesen beiden Arten aussieht, ob die so extrem gefährdet sind, das weiß ich nicht, aber zum Beispiel die Menschenaffenarten,
sind extremst stark gefährdet und werden wahrscheinlich noch in diesem Jahrhundert aussterben, wenn sich nicht endlich etwas ändert. Lederschildkröten, Eisbären, Berggorillas, afrikanische Elefanten und diverse Tigerarten gehören zu den größten Attraktionen. CyberLife CSR-Sprecherin Danielle Carnegie sagte dazu, wende sich an Menschen jeden Alters und habe die besondere Aufgabe, die jüngere Generation über die Bedeutung des Schutzes unserer fragilen Umwelt zu bilden und zu inspirieren. Das ist löblich. Zwar beklagen Umweltschützer, dazu mindere das Bewusstsein für das Aussterben der echten Tiere, doch fällt es schwer, die Technologie zu verdammen, die in der Lage ist, ausgestorbene Spezies wieder zum Leben zu erwecken. Die Tiere selbst müssen noch präsentiert werden, doch CyberLife verspricht, dass sie die Realität noch übertreffen werden. Zweifellos ein idealer Wochenendtrip für die ganze Familie. Okay, das wäre das gewesen. Sehr, sehr interessant. Und auch sehr düster, traurig und bedauerlicherweise ausgesprochen realistisch. Gut, das wäre das gewesen. Wir haben in diesem Raum nichts mehr Anwählbares, abgesehen vom Feuerholz. Dann werden wir das jetzt nehmen. Okay. Rein damit. Warte, bis Alice aufwacht. Okay. Also die Matrix geht noch davon aus, dass sie lebt. Dann wird sie wohl hoffentlich auch noch leben. Aber Ralph ist erstmal nicht auffindbar. Ist sie aufgewacht? Schon? Weil sich was erledigt hat? Nee, das war es nicht. Ich will mir das Ganze hier ansehen. Was haben wir denn hier alles? Einen toten Vogel. Oder Android. Nee, das sieht tot aus. Und das sollte Karas erste echte Berührung mit dem Tod sein. Nee, nicht verlassen. Nein! So, Armbanduhr. So wie ich das Spiel mittlerweile kenne, hätte ich da bestimmt kein zweites Mal rangedurft. Aus welchem Grund auch immer. Eine kaputte Armbanduhr. Ein bisschen Asche. Zurücklegen, stehlen. Wenn das Ralph gehört und wir ihn bestehlen, ich meine, wir haben ja Geld. Ja, wir haben doch Geld. Zumindest sollten wir Geld haben. Ich hoffe nicht, dass das aus irgendwelchen Gründen sich in Luft aufgelöst hat, aber wir haben Geld gestohlen. Deswegen, wie sie sich immer wieder panisch umblickt, wir legen es zurück. Sonst hätten wir uns einen neuen Feind gemacht und einen sehr verrückten noch dazu. Nee, lieber doch nicht. Okay, das war's. Und auch bei diesen kleinen... ja, Dingen, in diesen scheinbar unbedeutenden Situationen muss man sich ganz genau überlegen, was man macht. Denn, ihr habt's gesehen, ich darf nicht nochmal dran. Die Entscheidung ist getroffen. Unwiderruflich und wird zweifelsohne Auswirkungen auf die Geschichte haben. Okay, wir haben RA9 an der Wand. Okay, ich nehme mal ganz stark an, dass das Ralph war und auch er das an die Wand geschrieben hat. Und zwar auch wie besessen. I'm alive. Ich bin lebendig oder ich lebe. Okay. Was haben wir hier noch? Was ist das? Müll. Untersuchen. Kein Müll. Ah. Ist das Ralph? Er war also mal ein... ja, Landwirtschaftsandroide. Dass er irgendwie in einem... Dienst tätig war, das sah man schon an seiner Uniform. Ich dachte erst, er sei Müllmann gewesen, denn die hatten ja auch so eine grüne Uniform, aber nein, er war wohl ein Landwirtschaftshelfer. Okay, sehr interessant zu wissen über ihn. Okay, das wäre dieses Zimmer gewesen. Da dürfen wir nicht durch. Ach, ist aber auch mal schön, mal wieder was
Ruhigeres zu erleben und sich in Ruhe umschauen zu dürfen. Das ist das Magazin. Warte, bis Alice aufwacht. Okay. Hebt sich ihr Brustkorb noch? Spinn ich oder hat sie die Augen offen? Die hat doch die Augen offen. Kara, ich würde mal irgendwelche Pulsmessungen anstellen, weil jetzt langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Ich habe noch gewitzelt, aber guck mal. Sie schläft mit offenen Augen und bewegt sich absolut rein gar nicht mehr. Wie könnte ich sie denn mal wecken? Was kann ich denn machen? Warte, bis Alice aufwacht. Ach so. Passiert das gar nicht unbedingt jetzt sofort, sondern soll ich mich erst umziehen? Darf ich den Raum verlassen? Oder darf ich jetzt hoch? Das könnte auch sein. Habe ich hier was? Na, unter der Treppe verstecken sie die schlimmsten Geheimnisse. Aber... ja, ein paar Dosen. Drogenbesteck bestimmt. Das Übliche. Ah, ich darf. Endlich. Oh. Hm. Das ist ein Bär des leichten Gewerbes. Möchte ich sagen. Okay. Sehr schön. Mehr zum Erkunden? Dann fangen wir doch mal hier an. Aber das ist nur reine Showkulisse. Hier gibt's nichts. Natürlich gibt's hier was. Was zu sehen. Einen Blick aus dem Fenster. Auf das Motel. Soll ich hier irgendwas rauslesen aus dieser Szenerie? Wer sind diese Leute? Sind das einfach Passanten? Oder werde ich schon gesucht? Denn dass Ermittlungen gegen mich laufen, das wissen wir ja. Mich wundert's aber auch total. Aha. Aha. Was erwartet uns hier? Nichts Atemberaubendes. Ah, den dürfen wir nehmen. Ist aber nicht so schick. Puh. Jetzt habe ich ihn an. Das ist irgendwie so bisschen, ja, Geheimagent, nicht aber so rebellische Kara. Und ein Kurzhaarschnitt passte natürlich optimal dazu. Sehr cool. Was wollte ich gerade sagen? Achso, mich wundert es absolut, dass wir nur wegen einem Angriff auf Tod gesucht werden, nicht aber wegen der Kindesentführung. Dass wir Alice entführt haben, das weiß die Polizei nicht. Aber dem Tod wäre es zuzutrauen, dass er das überhaupt nicht gemeldet hat. Das wäre doch für mich der Hauptanlass, das zu melden. Alles ein wenig seltsam. So. Und hier. Aber ich finde es so schön, dass man hier so viel entdecken kann. Wir bekommen noch einen Blick aus dem Fenster spendiert und stellen fest, es sind andere Leute, die da jetzt warten. Das heißt, das waren keine Geheimagenten. Gut zu wissen. Aber langsam, ich habe so Angst, dass es was zu bedeuten hat, dass ich in jedem Fenster auf das Motel gucken darf. Das wird doch bestimmt irgendwie noch eine Bedeutung haben. So. Aber wo ist Ralph? In diesem Zimmer erwartet uns, glaube ich, nichts mehr. Dafür im nächsten bestimmt umso mehr. Genau, das Badezimmer. Schauen. Nehmen. Hallöchen. Da ist meine Schere. Haare schneiden. Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, ich muss bestimmt die spektakulärste Kombination ausführen. Jep, Moment, da muss ich umgreifen. Hoffentlich versucht sie es nochmal. Wenigstens so. Und hoch.
Und so? Jawohl, da haben wir es. Die Haare segeln ins Waschbecken. Und ich bin jetzt offiziell auf der Flucht. Zugriff auf AX400 Optionen. Wähle eine neue Haarfarbe aus. Blond, weiß, schwarz. Oder ich darf die behalten. Aber blond wäre schon irgendwie cool. Das wäre halt endgültig. Gangster, Unterwelt, Braut oder ich weiß auch nicht. Oder weiß, weiß noch besser. Schwarz wäre halt am unauffälligsten und auch am menschlichsten. Wollen wir unauffällig? Wollen wir irgendwie Klischee, Film, Action oder blond? Halt, ja, blond. Hm. Aber ich würde hier eigentlich gerne weiße Haare spendieren, aber das ist so, hm. Aber es würde ja auch irgendwie stehen. Ach komm, das können wir bestimmt ändern. Weiß darf es sein. Und es findet ein Morph-Vorgang statt und wir dürften wieder wählen. Okay, also wir dürfen das switchen. Das ist natürlich cool. Ihre Haare sind natürlich keine langweiligen, einfachen Keratinfäden, wie es beim biologischen Menschen der Fall ist, sondern irgendwelche super-duper synthetischen Hightech-Fasern, die ihre Farbe verändern können. Natürlich. Es rattert in mir. Entfernen. Ah, auch wir dürfen uns das Mal der Knechtschaft aus unserem Fleisch reißen. Das machen wir natürlich. Oh, der Scherbe. Hm. So, nun. So als Androide darf man nicht zimperlich sein. Och nee. Moment. Und. Nee, da muss ich wieder umgreifen. So. Und. Und raus damit. Raus, sagte ich. Na komm, daran wird's wohl kaum scheitern. Das werde ich zu verhindern wissen. Das Runterschnicken ist in meinem Setup unendlich doof. Aber wir kriegen es hin. So, jetzt. Jetzt sollte es funktionieren. Na, ich hab nicht losgelassen. Oh komm, Kara, das ist doch ganz schick eigentlich. Wollen wir das nicht lieber drin lassen? Nein, natürlich nicht. Wer bin ich denn? Eine von diesen Blechbüchsen? So, gut, dass das so eine Sequenz ist, die man 100 Milliarden tausend Mal machen kann. Da muss man halt echt. So, Moment. Ich muss zu ungewöhnlichen Griffen greifen. Dann tue ich das eben. So, sehr schön. Da landet es nun beim restlichen Abfall. Zufriedene Blicke. So. Und da ist irgendwie Ralph drin und springt mich an mit einem Messer. Ich bin bereit. Du gute Güte. Der sieht nicht mehr so taufrisch aus. Und der ist ja angezogen wie ein Farmer. Okay. Nun müssen wir 1, 1 und 1 zusammenzählen. Das ist der Besitzer von Ralph, der Bauer, der ihn besaß. Und er hat ihn ausgesprochen furchtbar behandelt, weswegen Ralph ihn getötet und hierhin mitgebracht hat. Okay, das spricht natürlich nicht unbedingt für Ralph oder für eine Vertrauensbasis. Warte. Na, ich würde gerne wissen, ob Kara jetzt irgendwie verängstigt guckt. Nee, das nicht.
Aber dürfte ich im Spiegel hier wieder Schönheitssalon spielen? Dürfte ich? Nee. Okay, es wirkte so, als dürfte ich das jetzt irgendwie immer machen, aber nö. Oh je, was höre ich denn da? Okay, das wär's erstmal. Sie können gehen. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Oh nein, die Ermittlungseinheit ist hier. Ich habe keine Ahnung. Sei vorsichtig, Hank. Dem darfst du nicht vertrauen. Also was haben wir hier? Sichtung im Bus um 2:30 Uhr. Und dann war sie in diesem Laden. Ich kann Connor nicht ausstehen. Also, was schließt du daraus, Sherlock? Ich bin nicht hier. Nein, bin ich nicht. Völlig falsch. Ich bin weggefahren. Ich bin auf den Bahamas mit Alice. Okay. Aber es finde ich schön, dass sich auch mal die Handlungsstränge auf diese Art und Weise berühren. Ralph hat was zu essen für das Kind. Ist gut für Sie. Viele Vitamine. Nein, das sowieso wegen nicht. Missverständnisse. Ralph, willkommen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm, setz dich. Nee, danke. Das ist sehr nett von dir, Ralph. Auch wenn er durchdreht vielleicht. Aber wir müssen los. Bitte dreh nicht durch. Los. Er dreht durch. Okay, Alice, komm mal her. Nein, ihr geht erst, wenn das Mädchen gegessen hat. Wir essen zusammen, wie eine Familie. Der Vater, die Mutter und das kleine Kind. Jetzt müssen wir auch noch vor ihm abhauen. Hinsetzen, ablehnen. Er dreht durch. Aber wir werden geschnappt. Nein, Ralph. Wir gehen jetzt. Komm her, Alice. Alice, komm her. Das Mädchen geht nirgendwo hin. Okay, gut. Jetzt lehne ich dich mehr ab. Jetzt stimme ich zu. Besorgt, erklären, zustimmen. Besorgt, erklären. Erklären. Menschen essen sowas nicht. Nein, darum geht's nicht. Das ist doch nicht das Problem, du. Ich weiß das. Du Blechbüchse. Die Polizei ist da. Okay, zustimmen. Wenn es darum nicht geht. Okay. Wir essen zusammen. Die Gefahr war zu groß. Mensch, die Polizei kommt doch. Das ist so dämlich. Schon besser? Ralph, jetzt nehmen Sie ihn, hau ab. Etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Jetzt gibt's lecker Buschfleisch. Das wird ganz toll. Rennt! Rennt! Darf ich? Ich darf gleich. Ich spüre es. Mein großer Onkel juckt. Ich darf gleich. Darf ich? Warte, Mutter, kleines Kind. Nein. Bitte, Kara. Ich will das nicht essen. Muss doch nicht. Sie will es essen. Sie hat... Lügen. Sie sagte, es sieht lecker aus. Sie ist sehr hungrig. Der kleine Mensch wird es nicht bereuen. Ralph fing den besten, den größten der Was denn eigentlich? Was ist das denn jetzt eigentlich? Das wird ein köstliches ist das... Mal. Köstlich. Das sieht irgendwie aus wie ein Otter. Nee. Biber, Otter? Ratte? Riesenratte? Rattenbiber-Mutant? Alice, tu's. Mach's einfach. Alice, tu's. Tu's, Alice. Alice, ich weiß, das kennst du normalerweise nur aus dem Dschungelcamp, aber ist. Blöffen? Nach Leiche fragen, blöffen. Ist doch alles blöd. Ich hab die Leiche gesehen. Du hast den Mann aber jetzt dreht er erst recht durch. Nein. War das klug? Aber ich wollte es wissen. Nein, er war schon so, als Ralph ihn fand. Wir glauben ihm. Bedrohen Familie als auf Leiche beharren. Bedrohen Familie? Familie vielleicht? Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein. Ralph. Vater. Mutter. Ich will ihn beruhigen. Ich will natürlich deine wissen... Tochter, oder? Was passiert ist, und er hätte es mir wahrscheinlich erzählt, wäre dabei aber wahrscheinlich total durchgedreht auf uns losgegangen. Ich muss ihn unter allen Umständen beruhigen. Genau, leg das schön weg.
Kara und Alice haben Vorrang. Deshalb wollte er, dass das kleine Mädchen isst. Ralph ist nicht böse, ne? Nicht böse. Dann lass uns gehen. Jemand zu Hause? Nee. Ist es jetzt aus? Untersuche die Abweichlerspur. Kann ich jetzt, wenn ich mich hier dumm anstelle, kann ich sie fliehen lassen, weil das natürlich... Ich verstehe, was jetzt wohl passieren wird in Zukunft. Ich kann mich dafür entscheiden, wahrscheinlich mit Absicht zu versagen und sie laufen zu lassen, aber das schadet Connor. Nützt aber Kara. Ah, okay. Ich denke, so wird es sein. So wird es wohl ausgehen. Was darf ich hier alles machen? Ich mache erstmal unwichtige Sachen. Was darf ich tun? Reinschauen natürlich nicht. Nee, da gibt's nichts zu sehen. Da gibt's nichts zu gucken. Nö, Connor. Nee. Das ist nur, da gibt's nur... Oh, reingehen. Nein, ganz schlechte Idee. Das passt gerade nicht. Da sind gerade Heroinsüchtige und geben sich den goldenen Schuss, aber da gibt's nichts zu sehen. Nein, nein. Ach, der feine Herr friert. Die Vorzeigeblechbüchse von Cyberlife friert. All meine Urinstinkte melden sich bei Connor. Alle Alarmglocken schrillen in lautesten Tönen. Wem dient er? Hat er seine Menschlichkeit schon? Ich würde sagen, ja. Aber wenn ja, ist er ein trotteliger Lackaffe. Na gut. Nee, nicht öffnen. Nee. Nicht öffnen. Was mache ich denn jetzt? Um Himmels Willen. Reinschauen? Darf ich nicht was anderes machen? Kann ich nicht Mandalas malen oder so? Das ist entspannt. Was gibt's denn hier zu sehen? Genau, guck mal, furchtbar spannend. Wasser. Ach, guck mal, hier Wasser regnet hier runter. Guck mal, Connor, das ist doch so interessant. Das solltest du gleich dem Detective melden. Das ist furchtbar verdächtig. Das ist so verdächtig, dass schon wieder nicht mehr verdächtig ist. Du solltest auf jeden Fall Bericht erstatten. Guck mal, ein Erdhügel. Erfüllt er überhaupt die Spezifikationen für Erdhügel? Das musst du untersuchen, Connor. Vielleicht ist sie auch in dem Schrottauto drin. Oder im Motel. Hast du da schon mal nachgeguckt? Guck mal hier, willst du nicht irgendwie dich aufladen? Das war doch so anstrengend. Sterben ist schon anstrengend, glaube ich. Und wieder auferstehen, wobei, nee, das war's ja nicht du. Das war ja dein dümmlicher Vorgänger. Okay, eigentlich habe ich ja den Tod geritten, von daher bin ich eigentlich der dümmliche Marionettenspieler. Heimlich gucken. Wir spannen mal ein bisschen. Android im Haus. Aber er sieht nur Ralph und das ist schon mal sehr gut, aber ich kann gar nicht reingehen. Ich muss. Es hilft ja nichts. Scan den Androiden. AX400 Abweichler beschwichtigen blaues Blut. Erstmal sind andere Sachen wichtiger. Und auch ich darf mir diesen wundervollen Automaten angucken. Das ist doch toll. Hier gibt es weiterhin nichts zu sehen, Connor. Okay, ich darf ihn scannen. Es gibt nichts zu sehen. Aber es finde ich gut, dass Ralph sich anscheinend opfert für uns. Die Frage ist, ob Kara schon geflohen ist oder ob die sich oben verschanzt haben. Wohl eher Letzteres. Was haben wir denn hier? Modell WR600. Gärtner. Als vermisst gemeldet. Okay, Gärtner. War also Brandfleck. Irreversible Hautschaden. Mögliche Ursache, extreme Hitze. Was dem wohl zugestoßen ist. Ach du gute Güte. Uiuiui. Und weiter? Was gibt's noch zu sehen? Irgendwas haben wir doch noch gehabt.
Aber in seinem Gesicht gibt's... Ah, doch. Irgendwas gibt's noch. Prozessor-LED. Hinweis auf Software-Instabilität. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung. Mittel. Ah, ja. Was den Androiden so stresst. Abweichler beschwichtigen. Wir beschwichtigen. Keine Angst. Ich will dir nichts tun. Androiden brauchen keine Wärme. Mist, ich sammle Hinweise. Ach, verflixt. Wenn ich mich ihm näher, steigt's. Soll ich in die Distanz gehen? Es wäre wohl besser. Ach nee, das schwankt. Einfach, okay. AX400, Abweichler, blaues Blut. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschraubt. Das ist Ralphs Blut. Abweichler. Was kann ich denn hier? Ich kann doch hier Sachen machen. Was kann ich denn hier noch sehen? Ach, hier darf ich auch durch, oder wie? Ah, ich durchsuche ja die Villa hier. Das will ich doch gar nicht. Hier gibt es nichts zu sehen. Connor, geh einfach heim. Geh nach Hause, Connor. Aber der Stresslevel sinkt anscheinend, wenn ich eine Pause mache. Auch gut zu wissen. Was sagt uns schon die Tatsache, dass das Magazin da liegt? Aber Pausen helfen wohl. Das perfekte Werkzeug, um einen Zaun zu durchschneiden. Mist! Mir fliegen die Hinweise nur so zu. Finde die Ursache für den Stress, ja. Oh nein, das Familienessen. Decken wir jetzt auf. Hilfe, ich darf auch... Die Kamera ist auch dämlich gerade. Hallo, ich will weg aus dieser Perspektive. Connor, was zur Hölle machst du da? Okay, schon gut, schon gut, okay. Okay, okay, okay. Aber vielleicht hilft uns das. Aber ich darf es mir nicht angucken. Ich darf es mir nicht angucken. Warum auch immer, Mensch. Okay. Abweichler. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Ralph ist allein. Ich darf nicht... Ach doch, jetzt dürfte ich gucken. Tisch gedeckt für drei. Essen? Androiden essen nicht. Die Beobachtung des Tages. Wir haben keine Wahl, wir müssen. AX400, was ist mit dem? Ich suche nach einer AX400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Aber dass er so stabil bleibt? Danke, Ralph. Danke, danke, danke. Aber... Ich muss wohl. Der Stresslevel steigt natürlich. Denn da oben verstecken sie sich. Ist jemand da oben? Nein. Niemand. Ah, verflixte Biosensoren, die mir sagen, wann er lügt. Aber da oben ist niemand. Das ist ja hochinteressant. Das ist ja hochinteressant. Dann sind die am Ende wirklich schon abgehauen. Aber seht ihr, es war gut, dass wir Ralph beruhigt haben. Denn somit hat er uns jetzt geholfen. Das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn er mir ein Messer in die Brust gestochen hätte. Würden böse Zungen sagen, aber da oben ist nichts. Aber was ist dann... Okay, das bedeutet... Connor, was zur Hölle machst du? Ich habe ihn analysiert. Hast du was gefunden? Nein. Nein, hier ist nichts. Ja, genau wie ich es gesagt habe. Los, verschwinden wir hier. Ein Glück. Wir haben also die richtigen Entscheidungen getroffen. Vorerst. Weg mit dir, Blechboy. Dahinter waren die. Siehste, unter der Treppe natürlich. Da verstecken die Leute ihre wirklich schmutzige Wäsche. Danke. Beschützt das Mädchen. Die Menschen dürfen es nicht finden. Ich habe es gewusst. Es konnte uns nur helfen, uns gut mit ihm zu stellen. Danke, Ralph. Danke. Es lebe die Revolution.
RA9 Jericho. Auf der Flucht. Zu wie viel abgeschlossen? 30%, was? Karen Ellis bei Besetzung nicht entdeckt. Das hätte auch anders laufen können und das hätte... Wow, das hätte die weitere Handlung freigeschaltet. Ich dachte eigentlich, dass das dafür sorgt, dass Karas Reise endet. Weitestgehend. Aber dem war nicht so. Okay. Alles hochinteressant. Tisch untersuchen. Ach, ich hätte das untersuchen können. Ah, verstehe. Und das hätte mich dahin geführt. Dahin. Und natürlich, aber das ist so lang, zu drei möglichen Ausgängen. Zu einem möglichen Verhör vielleicht, dass ich entweder hätte überleben können oder eben auch nicht. Oder wie darf ich das verstehen? Ach, ich hätte sie finden können. Sogar jetzt noch. Aber das ist mir wirklich nicht aufgefallen, dass ich das untersuchen darf. Zum Glück nicht. Ich hätte es gemacht. Die weltweiten Statistiken interessieren uns noch. 6% nur. Haben es geschafft, dass die beiden nicht entdeckt werden. Na, seht ihr? Gut. Das soll es aber von dieser Folge gewesen sein. Wir haben es geschafft, den schmierigen, schleimigen, gelenkten Fingern von Connern zu entkommen. Von Connern. Die Connern, genau. Nein, von Connor zu entkommen. Vorerst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.